Hallo, liebe Freunde des gepflegten Evolutionsspielspaßes und willkommen zurück zu Ancestor the Human, Ancestors the Humankind Odyssey. Schwieriges Wort oder Wörter. Der hatte ja beim letzten Mal gespeichert. Ich habe jetzt noch mal kurz mit Kongstrom geredet. Er meinte, ich soll mal neu laden. Dann würde das wohl mit dem Licht funktionieren. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Schachtelhalme. Die sollten wir hier in dem Wasser finden. Außerdem ist ja auch noch der andere Affe. Erstmal kümmern wir uns aber um uns selber. So, Schachtelhalme waren hier. Genau, jetzt sind wir wieder im umgebrannten Gebiet. Ja, komm mal her hier. Da ist wieder das Licht, das ignorieren wir jetzt erstmal. Erstmal. Ach, er hat es wieder kaputt gemacht. Okay, perfekt. Hat er das jetzt in der Hand? Genau. Dann Hand wechseln. Reib dich ein. Okay. So, und jetzt geh nochmal zu dem Licht. Ne. Ne. Treibt mir das Licht jetzt hinterher? Ne. Also ich habe keine Ahnung, ich kann scheinbar das Gebiet nicht erweitern oder ich bin zu blöd. Ach, und da ist wieder unser Freund. Hallo, lieber Säbelzahntiger. Es ist schön, dich zu sehen. Wir freuen uns auch, dass du wieder mit am Start bist. Und wir bluten schon wieder. Ach Gott, ey. Das Problem ist, solange wir das scheiß Gebiet nicht erweitern können und wir jedes Mal von diesem Säbelzahntiger besucht werden, der uns ja scheinbar zu verfolgen uns verfolgt, haben wir echt ein Problem da. So. Der da noch unten rum. Ich dachte ja eigentlich, dass wir hier oben ein bisschen sicher sind an der Oase. Hallo? Ich würde gern das Fragezeichen markieren. Hallo? Ich würde gern das Fragezeichen. Meine Fresse, ey. Ich würde gern das Fragezeichen. Ach, okay, so. Er speichert. Eine Sehenswürdigkeit haben wir entdeckt. Die Klippenkaskade. Und vermutlich kommt gleich wieder Mr. Säbelzahntiger an. Eieiei. Okay, na immerhin haben wir hier irgendwie eine Sehenswürdigkeit entdeckt. Kriegen wir dafür irgendwie was? So, reib dich ein. Ja. Mit diesem Licht nichts machen. Können wir uns wenigstens erstmal irgendwo hinlegen, dass wir erstmal uns ein bisschen ausruhen? Inspizieren, ja, wow. Können wir. Ja, lass es mal fallen. Kannst du es fallen lassen? Ja, komm.
Kann er sich auf den Baum setzen und dann schlafen? Nee. Ich brauche irgendwie einen sicheren Platz, wo ich mich mal hinlegen kann zum Schlafen. Eventuell hier. Wir brauchen Nahrung und wir brauchen Wasser. Hier, wir trinken erstmal. Da oben ist Nahrung. Okay. Jetzt gehen wir hier mal durchs Wasser. Jetzt kommt bestimmt wieder gleich. Genau. Ganz schön tief. Ach, die Kapokfaser kann auch uns helfen. Dann müssen wir nicht mal immer nach Schachtelhalmen suchen. Was ist das da oben? Nochmal Neuronintelligenz. So, kommen wir hier irgendwie an den Felsen nach oben. Okay, dann kommen wir zumindest nach oben. Ach, da hinten ist ein anderes Licht, okay. Vielleicht ist es das falsche Licht, vielleicht müssen wir zu dem Licht da hinten gehen. Wobei, das scheint ziemlich weit weg zu sein. Ich versuch's einfach mal. Jetzt ist es verschwunden. Vielleicht müssen wir. Ah, es leuchtet aber durch den Felsen durch. Vielleicht gibt es für jedes Gebiet so ein Licht. Ach, guck mal hier, genau. Du hast eine Angst. Und da kommt gleich wieder unser Kollege an. Ja. Oh, fuck. Ja, der kommt da hochgesprungen. Ist klar. Okay, mein Freund. Ach, Gottchen, ey. Das andere weiße Licht, was wir, glaube ich, gesehen haben, war einfach nur die Richtung, wo es nach Hause geht. So, wo war jetzt die Kapokfaser? Was ist das? Mal verstecken. Man findet sonst immer tonnenweise von diesen blöden Fasern. Und jetzt auf einmal? Ach, auf den Bäumen ist die Scheiße. Ne, Kapok oder Kapok? Ich habe vergessen, Kapok, oder? Kapok. Oh mein Gott. Wir brauchen also so einen verschissenen. Ach, du ahnst es nicht. Oh oh. Gut, okay. Dann kletter mal hier hoch. Hallo, komm schon. You can do it.
Also wir sehen schon, je weiter wir uns wegbewegen, desto gefährlicher wird das Territorium. Und wenn ich einfach nur auf diesen Baum... Komm schon! Jetzt mach doch mal Eier hier. Okay, wo sind die Dinger? Sag mal, von Weitem werden mir hier Tonnen von den Viechern oder von diesen blöden Dingern angezeigt und jetzt ist hier... Nee, da lang. Ganz oben, okay, hier, nimm. Und wende das bitte an. Komm schon. Das Problem ist jetzt, ich habe komplett die Orientierung verloren. Kannst du bitte da runtergehen? Wo raucht es denn jetzt noch? Wie gesagt, ich habe komplett... Hallo, Affe? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Also ich glaube, da ist die Richtung nach Hause. Aber wir suchen ja eigentlich die Stelle, wo dieser Meteor eingeschlagen ist. Und das müsste ja eigentlich irgendwo hier unten sein. Puh. Kapokfaser, großartig. Ah, toter Zweig. Obsidian. So, da sind die... Da hinten ist, glaube ich... Was ist das? Das ist, glaube ich, unser Heimatlager. Das ist ein komplett anderer Fluss, ne? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Da ist das Krokodil. Tote Zweige. Hm. Ah, hier gehen wir mal auf den... Warte mal, das ist der Sumpf. Ach, hier, guck mal, oder? Tatsächlich, inspizieren, wir haben es gefunden. Und ich höre schon wieder diesen blöden Säbelzahntiger im Hintergrund. Nee, es ist Schwein. Hat mich nicht getroffen. Der Meteoritenstandort im Sumpf. Neue Sehenswürdigkeit. Das ist alles. Das kann doch nicht alles sein, oder? Da liegt da noch irgendwas. So. Wo das Schwein jetzt wiederkommt. Gehen wir hier hoch. So, inspizieren. Was hat er denn da gefunden? Den Meteoriten im Gebiet kleiner Sumpf gefunden. Okay. Toll, ich habe das Schwein entdeckt. Aber was ist denn das jetzt für ein Stein, den wir da haben? Neues Werkzeug entdeckt. Okay, Meteorit. Wird wohl wertvoll sein. Wachsendes Neuron. Geschicklichkeit. Okay. So, hier oben war ja noch ein Neuron. Nochmal Geschicklichkeit. Okay. Wir gehen jetzt nochmal hier hoch zu dem Wasserfall, denn da war ja noch ein weiterer Affe. Denn den würde ich gern noch mitnehmen, bevor wir jetzt uns auf den Rückweg machen. Die Frage ist, wo war der? Ach, ich hab's. Ja, unser Freund ist schon wieder da.
Verpiss dich. Da ist der Affe. Das Problem ist, dass wir jetzt halt bluten. Was ist, wenn ich mich jetzt hinlege? Verblute ich da oder sterbe ich dann? Also, verblute ich oder überlebe ich das? Nee, okay, wir müssen auf jeden Fall... Das Problem ist, dass er jetzt den Meteoriten hat fallen lassen. Oh, das kotzt mich an. So, Kapokfaser. Da oben. Okay, mach dich hier hoch. Und reib dich ein. Lass ihn mal fallen. Scheiße, wir haben doch irgendwo hier bei dem Baum... Ne, warte mal, das war bei dem... Bei welchem Baum war denn das? Bei dem Baum haben wir es fallen lassen. Da ist der Meteorit, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das denn? Das ist der Python-Kadaver. So, nimm erstmal den... Den nehme ich mit. Was haben wir hier? Sind das die Eier? Das Python-Eier oder was? Neue Nahrung entdeckt. Schlangenei. Na komm, hau mal rein. Mal gucken, ob das schmeckt. Ach nee, wir kriegen bloß Durchfall davon. Ach, okay. So, das Problem ist, er hat irgendwas... Was hat er denn? Och, das ist doch zum Kotzen, Mann! Geh doch mal weg! Du gehst mir auf den Zeiger, du scheiß... blöder Säbelzahntiger! Also, spiel hin oder... Ja, komm! Scheiß Vieh! Leck mich! Lass mich doch einfach mal in Ruhe den Typen... Boah, ist das nervig. So, hier. Das Problem ist, ich bin bald tot. Hallo, wechsel noch mal bitte da. Und ich habe noch kein probates Mittel gegen den Säbelzahntiger. So, hier. Kapok. Reib dich ein. Der kommt auch immer völlig ohne Ankündigung. So, kann ich auf dem Baum schlafen? Nee. Ich bin halt runter. So war der Meteoriten fallen lassen dort. Hm.
Was gebe ich dem Typen jetzt? Dass er jedes Mal den Meteoriten fallen lässt. Nee. Warte mal, lass uns mal da hochgehen. Vielleicht will er was von diesen roten Dingern haben. Oh, wie mich dieser Säbelzahntiger ankotzt. Willst du mich verarschen? Du warst doch gerade schon oben. Hallo? Okay, so. Nimm bitte. Nein, pack's in die andere Hand. So, iss erstmal selber was. Ich glaube aber nicht, dass das das Richtige ist. Er ist ein bisschen... Vielleicht ist er gebissen worden. Vielleicht ist er vergiftet. Interessant ist ja einfach, dass sich der Säbelzahntiger verarscht. Er scheint beides an der Hand zu haben. Wo ist das Schwein? Geht er wieder runter? Das Schwein ist ja halbwegs harmlos. Na toll. Jetzt hängen wir hier wie so ein paar Affen. Haha. Und das ist interessant, dass der Säbelzahntiger erst die Schlange getötet hat. Jetzt könnte er gerne mal das Schwein töten und uns einfach in Ruhe lassen, weil er keinen Hunger mehr hat. Oh, hau doch ab. Geht er wieder runter? Ach, im Gegenteil, man lockt das Schwein ja fast nur noch an mit dem Bedrohen. Ja, unsere Lebenserwartung ist natürlich durch die ganzen Attacken ist extrem nach unten gegangen. Ihr seht schon, dieser grüne Kreis, der ist deutlich kleiner. Wir müssten also auf jeden Fall mal den Affen wechseln. Okay. Gut, dann machen wir es anders. Wir gehen erstmal ganz nach hier oben und schlafen erstmal. Vielleicht ist das Schwein dann einfach weg. So, hier setze ich mal in die Astgabel. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Ich habe die roten Blätter in der Hand, die ich ihm geben wollte. Und ist das Schwein noch da? Ja, das Schwein ist noch da, weil der Affe dort natürlich gerade mal 3 Meter hochgeklettert ist und das Schwein ist dort einfach nur darauf wartet, dass es ihn bekäsen kann. Das ist ja geil. So, und ich habe jetzt so viel in der Hand, dass ich nicht schlafen kann. Das ist jetzt echt gerade ein bisschen blöd. So, wie sieht's aus? Ist das Schwein weg? Nein, ist es nicht. Die Frage ist ja, können wir dazu beitragen, dass das Schwein weggeht? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nö, das Schwein geht nicht weg. Schade, ich hätte, wie gesagt, gerne den Affen mitgenommen, aber... Ah.
Ja gut, das ist jetzt völlig für den Arsch. Dann müssen wir uns woanders her halt Affen organisieren für unsere... Hangeln wir uns erstmal hier ein bisschen durch. Dann frisst du das selber mal. Kann er sich hier hinlegen? Oh oh. Ich höre doch wieder ein Schwein. Geh mal hier hoch. Hoch! Nicht runter! So weit ist das gar nicht weg von unserem Zuhause. Hier, nimm mal. Hallo? Du sollst das nehmen. Ja, das haben wir schon. Also ich würde sagen, es ist jetzt mal an der Zeit, dass wir einen Generationswechsel machen. Denke ich einfach mal. Vielleicht versuchen wir noch ein Kind zu zeugen. Wir gucken nochmal die Frauen durch, die wir haben. Ob da noch eine frei ist oder eine quasi noch einen Kinderslot hat. Weil wie gesagt, es stand auch in der Hilfe irgendwo, dass sie nur zwei Kinder kriegen können. So. Und der hier ist auf jeden Fall nicht mehr so mega fit. Die ganzen Angriffe haben dem ganz schön zugesetzt. Hat er jetzt den noch in der Hand? Ja, hat er. Okay, gut. Also das mit diesen... Die Steuerung gegen die Gegner ist ein bisschen frustrierend. Gut, ich weiß, das Spiel empfiehlt halt mit Gamepad zu spielen. Ich kann mir nur nicht ehrlich... Nicht wirklich vorstellen, dass es mit Gamepad so viel besser ist. Aber... Naja, gut. Ich bin halt auch jemand, der da relativ schnell gefrustet ist, weil ich das halt auch nervig finde einfach. So... Wir sind zurück. Wir lassen den... Nein, lass es liegen. So, was bist denn du? Hier, komm mal her. Analysieren. Hallo? Kannst du mal stehen bleiben? Nein, du sollst ihn bitte... Hallo, bleib doch mal stehen. Was zur Hölle? Kannst du bitte mal stehen bleiben? Ich will wissen, wer du bist. Okay, sie hat schon zwei Kinder. So, was bist denn du? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Okay, sie hat auch schon zwei Kinder. Sie ist zu alt. Was mit dir? Hat auch schon zwei Kinder. Was ist mit dir? Männlich. Hat auch. Okay, männlich nützt uns nichts. Dann würde ich mal sagen. Wenn die hier alle schön brav trinken. Bin ich selber eigentlich eine Frau oder bin ich ein Mann? Das, also was kann ich denn gerade rum? Ich kann es gar nicht sehen. Nee, das ist, glaube ich, ein Kerl. Habe ich mir jetzt alle Frauen angeguckt, die wir haben? Dann würde ich einfach mal vorschlagen, beenden wir an der Stelle die Folge. Beim nächsten Mal werde ich dann wohl mal den Generationswechsel machen. Wir können aber mit keine weiteren Kinder kriegen. Ich hätte gerne den anderen Affen mitgenommen. War durch das Schwein ja jetzt nicht so geil. Vielleicht versuchen wir es aber beim nächsten Mal nochmal und machen dann den Generationswechsel. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir bitte eure Tipps in die Kommentare.
Sonst, ja, ihr merkt, das ist teilweise, man muss sehr viel selber rumprobieren und das ist halt stellenweise schwierig, weil das Spiel halt wirklich sehr wenig erklärt. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Mein Dank geht noch raus an meine großen Unterstützer, Parsival, Ködö, Krongsturm und 122er. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.